Das neue S-Bahn-Netz mit einer Streckenlänge von fast 400 Kilometern erschließt die gesamte Region rund um Hannover. Auf 7 Linien werden 74 Stationen bedient. Über 30 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die roten Züge. Östlichster Punkt des Netzes ist die Kleinstadt Lehrte. In Lehrte trennen sich die S3 nach Hildesheim und die S7 nach Celle. In Bennemühlen, nördlich von Hannover, hat die S4 ihren Endpunkt. Für die S-Bahn wurde die Strecke nach Soltau extra elektrifiziert und modernisiert. Der Fahrplan der weiterführenden Regionalbahnlinien wurde auf den 60-Minuten-S-Bahn-Takt abgestimmt. Die Triebzüge der Baureihe 424 haben eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Auf einigen Streckenabschnitten wird sie auch erreicht. Auch der Flughafen Hannover wird jetzt von der S-Bahn angesteuert. Im neuen Tunnelbahnhof unterhalb der Terminals B und C haben die Züge der S5 Endstationen. Zu Messen fährt hier zusätzlich die S8. Die S5 rollt zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof als Expresslinie. Gehalten wird nur in Langenhagen Mitte und in Nordstadt. Die Fahrzeit reduziert sich somit auf nur 16 Minuten. Der Bahnhof Finnhorst besticht durch seine architektonische Gestaltung. Gegenüber der im nüchternen Betonstil gebauten Stationen zeigt sich Finnhorst im Terrakotta-Outfit. Die klimatisierten und durchgehend begehbaren Triebzüge der Baureihe 424 haben 206 Sitz- und 246 Stehplätze. Jede Einheit besteht aus 4 Wagen. Zentraler Punkt ist der Hauptbahnhof. Alle Linien halten hier. Die Gleise 1 und 2 sind ausschließlich für den S-Bahn-Betrieb reserviert. Fahren wir weiter Richtung Süden. Hannover-Bismarckstraße ist die erste Station nach dem Hauptbahnhof. Die Züge der S5 nach Hameln und Paderborn fahren durch. Gehalten wird hier im Halbstundentakt von den Linien S1 und 2. In Weetzen trennen sich die Strecken nach Paderborn und Haste. Der alte Bahnhof erhielt für die S-Bahn eine völlige Umgestaltung. Weit abseits steht das alte Empfangsgebäude.
Der 424 hat auch eine erste Klasse. 24 Sitzplätze gibt es hier. Auch das ist für einen S-Bahn-Zug neu. Eine Toilette. Richtung Hameln rollen die Züge jetzt im ländlichen.